So, jetzt möchte ich mal ein Video machen, ob ich ein Schach-Let's-Play beginnen soll. Also, weil ich nämlich neues Spiel gegen Computer und wir spielen mal ein Spiel und sagen, ob ich ein Schach-Let's-Play beginnen soll. Soll ich nun eins beginnen? Ich würde sagen, wenn das Video 10 Daumen nach oben bekommt, dann werde ich damit beginnen mit dem Schach-Let's-Play. Also, das könnte jetzt schon als Teil 1 dienen. Und ich werde dann erstmal von Stufe 1 bis 10 jeweils immer weiß und schwarz spielen. Und dann gucken, welche Stufe bei mir die beste ist. Weiß jetzt nicht genau, welche Stufe es ist, aber ich gucke das jetzt mal nach. Gabel. Macht er. Welche Figur nehme ich jetzt denn lieber weg hier? Scheint Stufe 1 zu sein. Achtung, da ist jetzt der Bauer angegriffen. Was mache ich nun? Den Bauer kann ich ruhig da stehen lassen, der ist mir da unwichtig. Ich glaube, ich greife das Pferdchen wieder an, den Springer. Und jetzt sitzt der Springer hier, passt hier so ein bisschen was an, der Läufer hat zwar auch attackiert. Ich will aber einen Doppelbauern vermeiden. Dann setze ich mit der Dame erstmal hier rüber. Tauscht sich das ab, der Springer kann wegziehen. Er geht zurück, da ist er geneckt durch den Bauern, nein, durch den Läufer geneckt. Jetzt will ich erstmal den hier loswerden, diesen Bauern hier. Ach, der setzt einfach den Bauern da hinten rüber. Da können wir einen Springer nehmen. Will nicht so gehen, dann gehe ich mit dem Bauern da noch einmal vorbei. Den kann er sowieso nicht nehmen, weil König, Dame so rüber gefesselt. Ist er ja da angefesselt. Aber ich nehme den raus. Und der Springer. Ich kann jetzt den Bauern nehmen mit Schach. Dann kann die Dame allerdings wieder nehmen und Schach. Jetzt muss er mit dem König was machen und ich kann den Läufer nehmen, er kann den Bauern nehmen. Aber ich kann die Dame bekommen. Durch dieses Schach. Er weicht aus. Er schlägt den Turm zurück. Ich rochiere mich in Sicherheit. Und jetzt greift er diesen Bauern an. Muss natürlich ein bisschen was dagegen vormachen. Vornehmen. Den decken. Er greift meinen Läufer jetzt an. Nehme ich den Bauern. Der setzt den König, da hängt ein weiterer Bauer, der setzt nochmal einen König und da hängt noch ein Bauer. Jetzt habe ich dann wieder drei Bauern genommen. Ich glaube, ich sollte ein höheres Niveau einstellen. Oh, er deckt die Türme gegenseitig. Kann aber Schach geben. Da geht er jetzt beiseite. Ich lasse den Turm da stehen, schlagen. Den schlagen, der schlagen, der schlagen, da wird der Läufer schlagen, aber ich mache lieber erstmal noch ein Schlupfloch. Schach. Dann nehme ich ihn weg, er kann nochmal Schach geben. Und den Turm nehmen, dann tauscht sich da so viel ab. Und jetzt habe ich hier drei wunderbare Freibauern am Königsflügel. Die gilt es versuchen durchzubringen. Ob das jemals gelingen wird. Soll ich den wieder einen höher setzen? Ah, zu viel Überanspruchung. Kann manchmal immer einen springen. Macht er jetzt? Er setzt den Springer nach da. Dann greife ich den mal an. Und er setzt den hinter dem. Da hat er den Springer da hingesetzt. Ich kann den Springer ihn versuchen da abzudrängen. Oder mit einem weiteren Bauern da hochzukommen. Das kann ich ruhig tauschen. Springer da oben hin. Jetzt muss ich den Bauern noch einen hochsetzen. Damit ich den Springer noch da setzen kann, damit der Zahnkampf getauscht wird hier. Oder er muss wegziehen. Umwandlungsfeld ist gedeckt. Er nimmt den Springer nicht weg. Macht er jetzt den Bauern. Ungültiger Zug. Kann er mal Schach geben.
nach da. Tauscht das nochmal ab hier. Und dann hole ich mir eine Dame. Kann er den Bauern nehmen? Jetzt kann ich eine Dame hier hinziehen. Der Bauer kann sich bewegen. Schach. König sollte nach da und die Bauern noch zu denken. Er nimmt den aber nicht als Deckung. Kann den nächsten Bauern nehmen. Schach. Jetzt nicht in Patt setzen, wenn er da in die Ecke geht. Ah, ich kann so machen. Jetzt geht er mit König nach da. Jetzt die Dame hier, jetzt muss er da mal hin und her pendeln. Wenn wir den Springer wunderbar nach unten ziehen. König nach da, dann kann ich den hier nochmal Schach geben. Der geht nach da. Na, jetzt muss ich den Springer nochmal bewegen. Oder wenn ich mich nicht bewege, wäre er Patt. Also muss ich den Springer wieder wegbewegen. Das hat nicht geglückt, dieses Manöver. Stattdessen könnte ich ihn mit dem Läufer nach da setzen. Jetzt nicht wegen Patt setzen. Also muss ich den Springer versetzen. Jetzt mal der Läufer. Schach. Der muss nach da. Ja, das muss ich dann noch wieder bewegen hier. Aber sonst wäre es wiederum Patt. Dann will ich den Bauern erstmal umwandeln, eine zweite Dame holen. Jetzt nochmal einen Zug verzögern, weil sonst wieder Patt droht. Jetzt mir eine Dame holen. Ganz viel Patt-Drohung, aber jetzt kann ich Matt setzen hier. Und, hat es euch gefallen? Dann zeigt mir mit Daumen nach oben, kommentieren, teilen oder abonnieren. Ich werde dann wahrscheinlich eine höhere Stufe. Ich werde erstmal Stufe 4 dann einstellen. Und damit tschüss und bis zu den nächsten Videos.